Hallo, ich habe jetzt, beziehungsweise ihr seht gleich ein Video, wie ich diesen Look hier schmink. Und es ist so ein kleines Experiment, denn ich habe dafür Rivale Loop Eyeshadow Pencil verwendet als Base. Ich habe das schon mal gemacht, allerdings mit den Lidschattenstiften direkt auf die Haut und dann den Lidschatten drauf. Das Resultat seht ihr in meinem Blog mit ganz, ganz vielen Fotos untermauert, dass das leider gar nicht funktioniert. Also die Lidschattenstifte sind sehr, sehr cremig und kriechen daher auch in die Lidfalte, auch mit Lidschatten darüber. Ich habe jetzt gedacht, ich mache es nochmal, diesmal auf einer bewährten Base und ja, das Resultat, jetzt sind es ungefähr 5 Minuten her, dass ich das fertig gemacht habe. Es begeistert mich ehrlich gesagt nicht. Also ich finde, es tendiert schon jetzt so ein bisschen zum Kriechen. Ich werde das ja heute Abend nochmal sehen. Der zweite Punkt in diesem Experiment war, dass ich diese beiden benutzt habe, ein Weiß und ein Dunkelblau. Und ich habe sie genau in der Mitte aneinander geraten lassen. Und wollte schauen, ob dadurch ein Farbverlauf entsteht. Sprich, ob der Lidschatten, den ich darüber aufgetragen habe, sich verändert dadurch, dass zwei verschiedene Farben darunter sind. Und das, finde ich, ist nicht gelungen, oder? Also genau in der Mitte von meinem Auge. Das sagt mir nämlich dann auch, dass die Lidschattenstifte an sich keinen Effekt haben, dass ich sie eigentlich nicht brauche. Ich möchte wissen, ob diese Stifte ein Nachkaufprodukt sind, ob ich mir vielleicht noch eine Farbe zulegen sollte. Bei dem Preis war das sehr verlockend, bei den Farben auch. Mal schauen. Das ist auf jeden Fall der Look, der entstanden ist. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich finde dieses Blau sehr, sehr schön ansonsten. Unabhängig jetzt vom Base-Experiment. Genug gelabert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Und so, verwendet bitte für diese Variante unbedingt die Base eures Vertrauens. Ich habe jetzt Urban Decay Primer Poison. Das sind von Rival de Loop Young Eyeshadow Pencils. Das ist Midnight Blue und das ist Frosty White. Die kosten 1,79 €. Das sind halt Lidschattenstifte. Die haben wirklich schöne Farben. Nicht so wie zum Beispiel bei P2 gibt es nur so warme, gedeckte Nuancen. Das fand ich ein bisschen langweilig. Weißen trage ich bis zur Mitte auf, von innen bis zur Mitte. Das ist das dunkle Blau auf der äußeren Hälfte. Wie ihr seht, ich klopfe das noch so ein bisschen mit dem Finger ein. Ist dann zwar nicht super knallig, aber mit diesen Stiften könnt ihr einfach nicht dick arbeiten. Das würde alles kriechen. Es ist zu cremig, als dass man so eine dickere Schicht auftragen könnte. Ich fange in der Mitte an heute mit dem Art Deco Lidschatten Cornflower Blue 77, ist aus der aktuellen Kollektion. Das ist wirklich ein schönes, schimmriges Mittelblau. Und ich trage es mit einem Da Vinci Pinsel auf, dem 12. Also 12 steht für 12 mm Breite. Die gibt es halt in vielen verschiedenen Größen. Ja, ich trage. Oh, guck mal, ich habe jetzt schon wieder das Puder unterm Auge vergessen, ne? Denkt bitte unbedingt daran. Ich mache das gleich nochmal. Ihr seht echt schöne Farbe, oder? Also wenn ihr bunte Augen-Make-ups mögt, es ist wirklich. Ich klopfe das wirklich ein. Also ich schmiere erstmal nicht, sonst läuft mir das gleich alles unters Auge. Nach innen arbeite ich den auch ein bisschen ein. Und ihr seht, ich streiche über dem Weißen nach innen und über dem Blauen nach außen. Ich erhoffe mir so ein bisschen Effekt davon, dass man das vielleicht ganz leicht sieht, so im Winkel. Aber der ist so deckend, das kriegt man jetzt eigentlich kaum mit. Also, es war auch ein bisschen ein Experiment. So wisst ihr, was da so abgeht. Ich mache auch schon mal hier unten mit dem gleichen Pinsel, nur mit der Spitze. Mit so einem flachen Pinsel, aber nicht so einem synthetischen, der so super präzise wird, kriegt man das auch wirklich dann auch sehr schön so leicht schon ausgeblendet hin. Das gilt auch für hier, wenn ihr da also nur ganz zart drüber streicht, also wirklich wie streicheln, kriegt ihr schon mal so eine ganz leichte Kante, die könnt ihr dann immer noch nachbearbeiten. Aber das ist schon mal ganz prima. Was soll ich echt hier stehen habe, ne? Extra fürs Video vorbereitet. So, naja.
Außen trage ich einen Lidschatten auf, den ich mir aus London mitgebracht habe. Das ist da halt so eine Marke. Das ist ein bisschen komische Verpackung. Hier. Ganz fies. Aber der Lidschatten gefällt mir. Ich denke, so einen dunkelblauen findet ihr auch in vielen Sortimenten. Aber der ist wirklich sehr, sehr schön. Die Textur ist auch prima. Ich bleibe bei dem Pinsel. Ich bin halt so ein bisschen faul. Und ja, ich nehme das immer so auf. Und das mache ich außen hin. Also die Farbe ist ein Ticken dunkler, aber genauso brillant wie der Art Deco. Ihr bekommt also einen dezenten Farbverlauf, der eigentlich mehr erahnbar ist als wirklich sichtbar. Aber er ist da. Das ist das Wichtigste. So, passt die Form an eure Augen an. Ne? Also immer. Ihr könnt das aber auch natürlich so ein bisschen spitzer außen machen. Ein bisschen katziger. Ich bin da jetzt nicht so der Profi drin. Ich mache das am Ende sowieso wieder rund. Aber ihr könntet das, ne, hier so ein bisschen. Das steht mir persönlich so nicht so. Oder ich mag es einfach nicht. So. Und unten nochmal. Genau das gleiche. Ich gehe da noch gerne einmal so drüber. Mit, also senkrecht zum Auge. Und runde das Ganze ein bisschen ab. Für innen habe ich mich jetzt für aus der aktuellen P2 Kollektion Mix and Match für den silbernen entschieden. Das ist wirklich ein ganz toller Lidschatten, so als Basic, eben gerade wenn ihr etwas Neutrales noch für innen wollt. Ich benutze Ulrike Schütze Pinsel, ein, der heißt A6, das ist so ein runder Pinsel. Er ist so ein bisschen wie der MAC Pencil Stift 219, hat aber längeres Haar und dadurch so ein bisschen mehr Beweglichkeit. Kostet 5,55 €, gibt es auf deren Website oder auch in einigen Stores, die eben Profibedarf führen. Ich nehme ein bisschen davon auf und für hier innen. Da ist der Pinsel super für. Oder auch für eine schöne präzise Banane. Und auch für einen, so eine leicht rauchige Linie unten. Also alles im Prinzip, wofür auch Max Pencil Brush eigentlich empfohlen wird. Nur sie hat nicht diesen extremen Druck, diese extrem kurzen Haare. Dadurch ist sie ein bisschen flexibler, also sowas wie zum Beispiel einen Kajal smudgen geht damit vielleicht nicht so gut wie mit dem MAC, aber es ist auch möglich. Und 5,55 €, das ist wirklich sehr, sehr guter Preis für einen ausgetüftelten Pinsel. Bei sehr, sehr günstigen Pinsel kriegt man nur so eher so in den klassischen Formen. Von Rival de Loup auch, der war im Angebot, hihi. Disco Star. Blackstar. Und der hat eine ganz, ganz schöne Textur. Ich nehme den MAC 226er, dippe da ein bisschen rein und mache nur so einen Hauch von Banane. Also man sieht es kaum. Also es ist wirklich nur kleine Nuancen, nur kleine Facetten, die das für mich persönlich abrunden. Wahrscheinlich würde jemand außenstehend diesen Unterschied nicht merken, aber ich sehe es. Ich brauche das Schwarz. Wir sind Freunde. Und auch ein bisschen nach innen hin. Ich nehme nochmal den Da Vinci Pinsel. Ich habe den noch in ein paar anderen Stärken. Sind auch prima. So ein Vierer ist schön schmal, so wie dieser Stummelpinsel, den ich euch gezeigt habe von Coastal Sands. Aber da denke ich, kann man auch echt den Coastal Sands bei Gelegenheit ordern. Das wäre es dann. Ich finde an diesem Look sehr schön, dass dieser blaue Schimmer wirklich sehr präsent ist. So, ich mache das zweite Auge, tusche, Leine und komme dann gleich wieder. Ich bin fertig. Ich habe als Liner in der Waterline hier oben und hier unten sowie am Wimpernkranz diesen Soft Eyeliner Waterproof von Art Deco benutzt. Das ist auch aus dieser Frühjahrskollektion, auch so ein Cornflower Blue. Der ist am Auge wirklich sehr, man muss echt ganz viel reiben, damit die Farbe abkommt. Aber auf der Haut geht das ganz prima, aber am Auge habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Die Farbe ist aber wirklich wunderschön und erhellt. Ich habe auch davon noch keine roten Augen. Wimperntusche ist Essence Action, Multi-Action Mascara. Und dann hoffe ich, euch ein bisschen geholfen zu haben, inspiriert zu haben. Viel Spaß beim Ausprobieren mit bunten Bases. Bye, bye.